Hallo, ich bin Vivi und ich befinde mich seit 28 Tagen auf einem Kreuzfahrtschiff, nämlich auf der AIDA Sol. Wir fahren hier 117 Tage um die Welt. Wir sind heute gerade in Ushuaia angekommen, deswegen habe ich auch die Wintersachen an, denn wir haben hier, glaube ich, 4 Grad oder so und ziemlich viel Wind. Aber wir waren vorher ja in Uruguay, in Montevideo und in Argentinien, in Buenos Aires, und da war es auf jeden Fall wärmer. Und was wir dort erlebt haben, seht ihr in diesem Video in einer Doppelfolge. In Montevideo haben wir uns dann zu viert ein Taxi geteilt und das hat dann 60 Euro für das ganze Taxi für 2 Stunden gekostet, also 15 Euro pro Person. Unser erster Stopp war dann der Plaza de la Armada und hier kann man eine Skulptur sehen und die Skulptur ist ein Denkmal für die gefallenen Soldaten. Dann sind wir noch weiter zum Fort gefahren, dessen Aufgabe es war, die Bevölkerung und auch den Hafen zu schützen. Heute befindet sich hier ein Militärmuseum drin und auch den Anker von Graf Spee kann man hier betrachten. Allerdings musste man dafür Eintritt bezahlen und dafür hatten wir dann keine Zeit, weil ja die Zeit vom Taxi auch abgelaufen ist. Und deswegen sind wir weitergefahren. Hier sieht man einmal das Parlament. Und in diesen weiteren Aufnahmen könnt ihr noch den Unabhängigkeitsplatz sehen. Den fand ich übrigens am schönsten von Montevideo. Das Taxi hatte uns dann hier abgesetzt und wir sind dann weiter zu Fuß gegangen. Ganz beliebt ist hier übrigens Mate und bei den ganzen Ständen kann man auch die Mate-Gefäße kaufen. Und meistens sind die traditionell tatsächlich in einem ausgehöhlten Kuhfuß. Uruguay ist zwar der zweitkleinste Staat von Südamerika, aber auch der reichste. Und ich finde, das hat man so ein bisschen gemerkt, wenn man durch die Stadt gegangen ist, dass man sich da sehr viel sicherer gefühlt hat als in ärmeren Gebieten. Am Ende waren wir noch in der Markthalle und ich glaube, das ganze Schiff war dort und hat irgendwas gegessen. Man hat auf jeden Fall deutlich gemerkt, dass das Grundnahrungsmittel hier Fleisch ist. Und auch wir haben hier ein Steak bestellt und einmal probiert.
Essen hatten wir noch ein wenig Zeit und sind noch durch die Stadt gegangen. Und dann wurde es Zeit, wieder auf dem Schiff einzuchecken und weiterzufahren. Wenn wir uns das Video von Buenos Aires ansehen, werde ich natürlich erstmal meine Bewertung zu Montevideo abgeben. Und eine hatte mich auch gefragt, ob ich auch die Temperaturen ansprechen könnte, die in den jeweiligen Destinationen waren. Und das kann ich natürlich sehr gerne machen. Also in Montevideo war es morgens relativ frisch im Verhältnis zu den anderen Ländern, die wir schon besucht hatten. Also da waren um die 19 Grad. Aber im Laufe des Tages war auf jeden Fall wieder normales, schönes Sommerwetter, also bis zu 25 Grad. Also ich fange mit dem Sicherheitsgefühl in Montevideo an. Da habe ich eine 8 gegeben. Also man hat sich schon auf jeden Fall relativ sicher gefühlt, aber da ist natürlich immer noch Luft nach oben. Bei der Landschaft habe ich Montevideo eine 7 gegeben. Das war schon eine schöne Landschaft, aber auch hier geht es noch ein bisschen besser. Bei den Aktivitäten habe ich eine 7 gegeben. Wir sind ja erst mit dem Taxi ins Umland gefahren, haben da die ganzen Sachen angeschaut und sind dann danach nochmal zu Fuß durch die Stadt gelaufen. Und ich glaube, das war es tatsächlich auch. Also mir fiele jetzt keine andere weitere Aktivität ein, die man da machen könnte, außer segeln. Das mache ich aber nicht. Deswegen nur eine 7. Bei dem Budget habe ich eine 8 gegeben. Man hat schon deutlich gemerkt, dass es teurer ist. Also für das Taxi, für 2 Stunden haben wir ja $15 pro Person bezahlt. Das ist auch noch in Ordnung, deswegen noch eine 8. Und in der Markthalle hat ein Steak 24 Euro gekostet. Das war dann auch solide, also war weder günstig noch besonders teuer, also eine 8. Beim Wiederholungsfaktor habe ich auch eine 7 gegeben. Also Uruguay würde ich auf jeden Fall nochmal besuchen. Ob dann Montevideo noch auf der Liste steht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und insgesamt bekommt Montevideo 7,4 Punkte. So, das war meine Bewertung für Montevideo. Aber wir waren ja auch noch in Buenos Aires und was wir dort erlebt haben, seht ihr auch in diesem Video, nämlich jetzt. Viel Spaß! Am nächsten Tag waren wir nämlich schon in Buenos Aires und unser Tag startete früh um 7 Uhr. Wir mussten erstmal mit dem Shuttlebus wieder zum Hafenterminal fahren und sind dann mit dem Uber ganz günstig zum Caminito gefahren, nach La Boca, nämlich da, wo die bunten Häuser stehen. Mit dem Uber ging es dann wieder weiter zu einer Bibliothek, die jetzt in einem alten Theater ist und das sah einfach richtig schön aus. Dann sind wir diesmal mit einem Taxi weiter nach Palermo gefahren, denn wir haben dort den Tipp bekommen, dass es hier sehr viel Street Art gibt und wir wurden auf jeden Fall nicht enttäuscht. Hier haben wir dann eine Pause gemacht und einen Kaffee getrunken. Übrigens, genau wie in Montevideo, habe ich mich hier sehr sicher gefühlt. Wir sind auch einige Strecken zu Fuß gelaufen, über 15 Kilometer, und ich habe mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie unwohl gefühlt oder habe gedacht, okay, jetzt kommt jemand und reißt mir das Handy aus der Hand. Also das war gar nicht so. Hier seht ihr jetzt noch ein paar Einblicke vom Barrio Chino, nämlich dem Chinatown von Buenos Aires.
Und auch hier sind wir zum Essen wieder in eine Markthalle gegangen. Hier gab es nämlich dann argentinisches Steak, was wir probieren wollten. Und es war nochmal besser als das in Montevideo. Am Ende waren wir noch im Hard Rock Café und haben hier 2 T-Shirts gekauft. Wir mussten hier tatsächlich mit 3 Währungen bezahlen, nämlich mit Euro, Pesos und mit Dollar. Und mit Kreditkarte sollte man nämlich hier nicht bezahlen, weil der vom Staat festgelegte Wechselkurs angeboten wird und der ist dann doppelt so teuer als der Wechselkurs im Geschäft. Am Nachmittag ging es dann zu Fuß wieder zurück zum Schiff und wir haben ein paar Papageien gesehen. Und am Ende sind wir nochmal mit dem Taxi in die Stadt gefahren. Wir wollten nämlich als Gruppe nochmal zusammen was trinken gehen in einer Bar. Und am Ende haben wir uns das Auslaufen noch auf dem Pooldeck angeschaut. Kommt natürlich auch die Bewertung für Buenos Aires und auch hier kann ich natürlich gerne auf die Temperatur erstmal eingehen. Hier waren 28 Grad, aber auch hier hatte ich das Gefühl, dass es nicht zu sehr knallt von der Sonne her. Also wir sind ja auch eine Strecke zu Fuß gelaufen, eine längere Strecke, und da hatte ich nicht das Gefühl, dass mich das irgendwie auslaugt oder besonders belastet, dass die Sonne scheint, sondern hier waren 28 Grad und ja, es war eigentlich ganz angenehm. Beim Sicherheitsgefühl habe ich hier auch eine 8 gegeben, also es ist vergleichbar wie in Deutschland in Großstädten. Also weder habe ich mich besonders krass sicher gefühlt, noch besonders gefährdet, deswegen eine gute 8. Bei der Landschaft habe ich eine 6 gegeben, also es war natürlich erstmal sehr städtisch geprägt, also wir waren nur in der Stadt unterwegs, nicht im Umland. Aber darauf werde ich gleich auch nochmal eingehen. Bei den Aktivitäten habe ich eine 8 gegeben, da konnte man auf jeden Fall sehr viel entdecken. Ich habe auch nicht alles von meiner Liste geschafft, was ich hier mir aufgeschrieben hatte, deswegen eine 8. Bei dem Budget habe ich eine 7 gegeben. Insgesamt ist es schon sehr günstig, aber die Währung, das ist eine einzige Katastrophe. Ihr habt das bestimmt mitbekommen, es ist Inflation, also die Pesos sind eigentlich gefühlt gar nichts mehr wert und das ist auch von Tag zu Tag anders. Der offizielle Wechselkurs unterscheidet sich auch massiv von dem Wechselkurs im Geschäft. Also man hat da, wenn man mit Karte zahlt, einen anderen Wechselkurs, als wenn man bar zahlt. Und das ist auch von Geschäft zu Geschäft unterschiedlich. Also es ist eine einzige Katastrophe. Wie gesagt, im Hard Rock Café haben wir mit 3 Währungen bezahlt. Und das war auch eine Taschenrechneraufgabe. Also da würde ich nicht gerne Verkäufer sein. Deswegen eine 7 vom Budget her, weil da spielt ja auch das Geld eine Rolle. Beim Wiederholungsfaktor habe ich eine 8 gegeben. Ich habe ja von meiner Liste gar nicht alles geschafft, was ich sehen wollte. Und von Buenos Aires aus kann man ja auch richtig viele schöne Erkundungstouren in das Umland machen. Von daher muss ich auf jeden Fall nochmal wiederkommen und deswegen eine 8. Insgesamt hat Buenos Aires eine gute 7,4 und ich wette, wenn das Chaos mit der Währung nicht gewesen wäre, hätte es auf jeden Fall auch besser abgeschnitten. Das war es auf jeden Fall erstmal mit dieser Doppelfolge. Ich werde jetzt erstmal Ushuaia erkunden und was ich dort erlebe, seht ihr im nächsten Video. Tschüss!